Wenn ihr jetzt wissen wollt, wie diese wunderschöne Bärlauch-Kartoffelcremesuppe geht, Und auch diese leckeren Brandteigerbsen. dann bleibt doch einfach dran. Hallo, ihr jungen Köchlinge, ich bin der Christian. Ich bin Markus. Und wir kochen heute eine wunderschöne Kartoffelcreme-Bärlauchsuppe mit euch zusammen. Und damit die nicht ganz so langweilig ist, haben wir uns überlegt, machen wir noch ein paar leckere Backerbsen für euch dazu. Profiterole sagt man, glaube ich, auch. Ja, ich würde es jetzt andere Croutons nennen, dann klingt es spannender. Findest du? Ja. Habt ihr schon mal was von Profiterole gehört? Oder anderen Croutons? Schreibt es unten in die Kommentare. Und was wir dazu alles so brauchen und wie kompliziert oder nicht kompliziert die ganze Geschichte wird? Das seht ihr jetzt. Ja, dann ab zu den Zutaten. Wie ihr seht, haben wir wieder viele schöne Zutaten für euch vorbereitet. Für die Kartoffel-Bärlauch-Cremesuppe benötigt ihr Kartoffeln. Das sind jetzt mehlig kochende Kartoffeln, die sind geschält und in grobe Würfel geschnitten. Dazu gesellen sich dann ebenfalls grobe Würfel vom Knollensellerie und von der Speisezwiebel. Hier unten in der Ecke haben wir Bärlauch. Das ist jetzt der breitblättrige Bärlauch. Momentan wächst aber gerade im Berliner Raum und in der Umgebung der kleinere Bruder, und zwar der Berliner Bärlauch oder auch Wunderlauch oder seltsamer Lauch genannt. Der ist ein bisschen schmaler. Ja? Also wenn ihr euch damit auskennt, dann habt ihr sogar da die Möglichkeit, eventuell welchen im Wald zu sammeln. Wichtig wäre vielleicht noch zu erwähnen, wenn ihr keine Ahnung habt vom Bärlauch, lieber Finger davon Finger weg, lassen. Genau. Weil Maiglöckchen blühen auch, sehen genauso aus, sind aber giftig. Dann geht lieber, so wie wir, in den Supermarkt. In den Supermarkt und kauft euch frischen Bärlauch. Und richtig, dann ist die Sache erledigt. Genau, so sieht's aus. Ja, zum Verfeinern der Suppe benutzen wir noch etwas Sahne. Und zum Abschmecken benutzen wir Salz, Pfeffer, Piment und etwas Lorbeer. Genauso wie bei fast jeder Suppe, die wir bis jetzt gekocht haben. Ne? Als Einlage haben wir uns ein bisschen was anderes ausgedacht. Backerbsen, dass es nicht immer Croutons sind oder was auch immer man noch als Einlage machen kann. Und dafür braucht ihr Wasser und Butter. Wir haben das schon mal in den Topf umgefüllt. Kommt nachher auch zusammen im Topf. Von daher werdet ihr dann alles sehen, wie das funktioniert. Weiter braucht ihr dafür Mehl, Eigelb. Und wir werden auch ein bisschen Salz mit an die Masse machen. Und das war's auch eigentlich schon. Wir werden jetzt alles uns vorbereiten. Und dann werden wir, glaube ich, auch schon mit dem Kochen beginnen. Ja. Nun denn, fangen wir an mit der Suppe. Und zwar bei der Cremesuppe ist es genauso eigentlich der Ansatz wie bei dem Kohlrabi-Eintopf, wie bei der Bohnensuppe. Was hatten wir noch? Linsensuppe. Zwiebelsuppe von Daniel. Zwiebelsuppe, ne? Dass wir als erstes ein bisschen Öl in den Topf geben. Haben wir vorhin bei den Zutaten vergessen. Ihr braucht für die Profiterol nachher noch Öl zum Ausbacken. Und wir brauchen ein bisschen Pflanzenöl für die Suppe zum Anschwitzen. Haben wir jetzt Sonnenblumenöl genommen? Nur, dass ihr das wisst. Steht aber unten wieder alles in der Videobeschreibung. Da könnt ihr dann alles nachlesen, was ihr dann benötigt für dieses Gericht. So, lange Rede, kurzer Sinn. Öl ist warm, Herd ist vorgeheizt. Als erstes geben wir schon mal die Kartoffeln mit rein. Die habe ich abgegossen. Und ihr hört es schon, es ist warm. Die Schüssel nehme ich gleich, um hier ein bisschen Wasser abzufüllen. Ihr könnt das Ganze auch mit einer Gemüsebrühe auffüllen. Aber in unserem Falle, den Geschmack holen wir aus den Kartoffeln, Sellerie und Zwiebeln, reicht uns Wasser. Wenn ihr jetzt aber Fan von Gemüsebrühe seid, kein Zwang, nehmt Gemüsebrühe. Da kann jeder sich frei entfalten. Wenn ihr euch jetzt fragt, warum wir keine Karotten haben, wir wollen die Suppe so weit wie möglich halten, dass nachher die grüne Farbe vom Bärlauch richtig zur Geltung kommt. Und wenn ihr so einen leichten Orange-Rotstich drin habt, kann es passieren, dass die ganze Geschichte etwas grau wird. So, die drehen wir mal ein bisschen höher und geben auch schon gleich die Zwiebeln mit rein. Es muss alles auch überhaupt keine Farbe haben. Wir schwitzen es einfach nur einmal so ein bisschen an, damit der Geschmack sich entfalten kann. Ihr seht, das ist eine ganz, ganz einfache Sache. Boah, Lorbeer, Piment machen wir auch schon mit rein. Lass uns ein ganz klein bisschen angehen. Und nehmen auch schon, ich packe mal den Teelöffel beiseite, ich mache das gerne mit der Hand wegen dem Gefühl vom Würzen her, eine ordentliche Prise Salz ran. Wenn ihr jetzt doch Gemüsebrühe nehmt, dann wisst ihr ja, wie stark die gewürzt ist im Vorfeld. Und dann halt mit dem Salz natürlich in dem Falle etwas vorsichtiger sein.
So, noch ein bisschen höher. Wir geben auch schon eine ganz, ganz kleine Spur Pfeffer mit zu. Nicht zu viel. Und dann ist der Suppenansatz im Grunde genommen schon fertig. Und sofort ist es wie bei fast jedem Gericht. Sobald es warm wird, duftet es auch in der Küche. Riecht schon ordentlich nach Sellerie. Und von daher, so eine Cremesuppe ist halt super einfach gemacht. Und der Vorteil ist, wenn ihr mehlig kochende Kartoffeln nehmt und wir die nachher pürieren, dann sorgt die Stärke der Kartoffel dafür, dass sie gleich ihre Sämigkeit kriegt, die Suppe. Hatte Markus, glaube ich, bei den Zutaten schon mit gesagt. Muss man ehrlicherweise aus dem Nähkästchen plaudern. Wir haben 2-3 Sachen eingesprochen. Mal hat das gesagt, mal hat das nicht gesagt. Ich bin ein bisschen verwirrt, ich weiß es nicht, aber wichtig ist, Cremesuppen, mehlig kochende Kartoffeln, dann könnt ihr auf Stärke oder Mehl weitestgehend verzichten. Sozusagen ist die Kartoffel denn das Bindemittel. Funktioniert auch bei Karottencremesuppe, funktioniert bei Zucchini-Cremesuppe. Immer eine mehlig kochende Kartoffel einfach mitkochen. Die sorgt nachher dafür, dass die Suppe ihre Konsistenz kriegt. So. Wenn das alles so ein bisschen angegangen ist, angeschwitzt ist, füllen wir das Ganze mit Wasser auf. Machen wir ein klein bisschen mehr als bedeckt, weil wir lassen die gleich kochen. Wichtig, ich empfehle euch jetzt schon einmal das Wasser oder die Brühe, die es ja jetzt in dem Falle wird, zu kosten, um halt zu gucken, wie der Salzgehalt jetzt von der Flüssigkeit schon ist. Weil jetzt ist der Punkt da, wo die ganze Sache Salz aufnimmt, also die Kartoffeln zum Beispiel. Und wir sehen, dass noch ein ganz klein bisschen mit rankommt. So. Und dann lassen wir das jetzt einmal ganz kurz aufkochen. Da können wir schon mal, so wie meine Oma das immer gemacht hat, Löffel einfach ranlegen. Nehmen wir uns den Deckel. Machen das so. Ja, und im Prinzip war das schon erstmal der Suppenansatz. Viel mehr passiert jetzt nicht. Ich stelle es gleich auf die andere Herdplatte. Die Suppe werdet ihr gleich wieder am Bild sehen, die nebenbei ein bisschen kocht. Und wie die Suppe nachher fertig gemacht wird, klären wir dann an anderer Stelle weiter. Nachdem Christian euch jetzt gezeigt hat, wie schnell diese Suppe anzusetzen ist und im Endeffekt gekocht wird, möchte ich euch zeigen, wie schnell ihr die Profiterole zubereiten könnt, beziehungsweise die Brandteigmasse, aus der wir später die Backerbsen machen. Was ihr dafür benötigt, ist Wasser und Butter. Das ist jetzt beide schon in einem Topf und wird zum Kochen gebracht. Und bevor die Sache kocht, geben wir nämlich auch gleich etwas von dem Salz mit hinzu. Das ist ja jetzt eine Suppeneinlage, dementsprechend benutzen wir das ja für ein herzhaftes Gericht. Die Brandteigmasse, die könntet ihr aber auch beispielsweise benutzen, um Eclairs oder Windbeutel herzustellen. Dann empfehle ich euch, nur eine minimale Prise Salz zu benutzen und eventuell etwas Zucker mit hinzuzugeben. So, aber dadurch, dass wir das ja, wie gesagt, als Suppeneinlage benutzen, kommt auch eine kleine Prise Pfeffer mit hinzu. Das Wasser wird jetzt mit der Butter zum Kochen gebracht. Und dann geben wir in einem Schwung die Menge Mehl mit hinzu. Ja, das ist ganz wichtig. Wichtig dabei ist auch, dass ihr euch einen Holzlöffel nehmt oder irgendeinen Plastikkochhelfer, der richtig schön am Topfboden rühren kann. Ja, das ist wichtig. So, das Wasser und die Butter kochen. Jetzt gibt es in einem Schlag das Mehl mit hinzu. Und jetzt wird richtig schön ordentlich gerührt, bis alles schön miteinander vermengt ist. So, die Temperatur lasse ich jetzt auch erstmal noch so. Wir möchten jetzt nämlich erreichen, dass die Masse abgebrannt wird. Ja, deswegen heißt dieser Teig ja auch Brandteig. Hier unten am Topfboden bildet sich jetzt nämlich so ein leichter Film und jetzt wird dieser stärkehaltige Geschmack aus dem Teig rausgebrannt. So. Sehr schön. Alles schön durchmengen. Also ihr solltet da keine Mehlklumpen mehr irgendwo sehen. Sondern es sollte dann im Endeffekt aussehen so ein bisschen wie Marzipanrohmasse. Sehr schön. So. Das sieht gut aus. Dann nehmen wir hier die Temperatur raus, machen den Herd aus. Und jetzt geht es darum,
schön vorsichtig, ich packe das mal hier ein bisschen beiseite, das Eigelb mit unterzuarbeiten. Genau. So, jetzt müssen wir natürlich aufpassen, dass uns die Masse hier nicht zu heiß ist und das Eigelb gleich gerinnt. Also ihr könnt das zu Hause gerne in eine separate Schüssel geben, dann seid ihr auf der sicheren Seite, dass das nicht gleich passiert. Ich werde das einfach mal so versuchen, in der Hoffnung, dass das funktioniert. Und jetzt geben wir Stück für Stück die Eigelbe hinzu, nicht alles auf einmal. Und arbeiten das vorsichtig mit unter. Okay, das dampft. Das sieht alles noch ganz gut aus. Das ist wieder schöne Handarbeit hier. Da werdet ihr wieder merken, okay, die Fitnessstudios haben noch zu, das ist nicht schlimm. Einfach einen Moment in die Küche gestellt, ein bisschen Brandteig gemacht und schon habt ihr euer Workout hinter euch. So, und so machen wir jetzt weiter. Den nächsten Schwung Eigelb mit hinzu. Und verrühren das Ganze. Und arbeiten das wieder schön mit in den Teig hinein. So. Sehr gut. Und jetzt der letzte Rest. Wie gesagt, wenn ihr das einmal gemacht habt und die Grundtechnik beherrscht, dann ist dieses Rezept auch absolut vielseitig. So. Alles schön mit einarbeiten. Gut, das ist im Endeffekt die Masse für die Profiterole. Und wie die ganze Sache jetzt frittiert wird, beziehungsweise weiterverarbeitet wird, seht ihr jetzt. Gut, unser Brandteig, der ist jetzt ein kleines bisschen abgekühlt. Ich habe vorhin vergessen zu erwähnen, ich habe zum Ausbacken dieser Brandteig-Erbsen schon mal einen Topf mit etwas Pflanzenöl aufgesetzt. Der ist auch vorgeheizt. Und wie ihr die Masse jetzt weiterverarbeitet, ist ganz einfach. Und zwar nehmt ihr euch jeweils einfach so ein kleines Stückchen weg und formt kleine Mini-Erbsen daraus. Das ist jetzt natürlich wieder so ein kleines bisschen Fummelarbeit, braucht ein bisschen Geduld, aber die Arbeit lohnt sich auf jeden Fall. Wenn euch das jetzt vielleicht auch ein bisschen zu langweilig ist, einfach nur diesen, ich sag mal, naturbelassenen Brandteig als Brandteigerbsen zu verarbeiten, dann könnt ihr da auch ganz gerne getrocknete Kräuter mit reinmachen oder Christian hatte die Idee, dass ihr da vielleicht ein bisschen Parmesan mit reinmacht, würde auch noch super passen. Ja, und den Geschmack gleich nochmal ein bisschen vervielfältigen. So, die müssen jetzt auch nicht hier hundertprozentig gleich sein. Das ist halt das Schöne an der Handarbeit, ne? Und wenn ihr dann hier schon mal zwei, drei vorgeformt habt, dann könnt ihr die auch schon mal ins heiße Fett geben. Das Fett hat jetzt so um die 170 bis 180 Grad ungefähr. So, und da werfen wir die jetzt einfach mal rein. Und dann werden die schätzungsweise für 2 bis 3 Minuten, länger werden die kleinen Dinger hier nicht brauchen, ausgebacken. So, in der Zwischenzeit mache ich nochmal 1, 2. So, die fertigen Backerbsen sehen jetzt so aus, schön goldgelb ausgebacken. Die packen wir jetzt einfach nochmal kurz auf ein kleines Küchentuch, damit sie ihr Fett, ihr überschüssiges Fett abwerfen können. Und schon habt ihr eine astreine Suppeneinlage, ja, die absolut vielfältig ist. Gut, die Kartoffeln brauchen noch einen kleinen Augenblick. Die Profiterole sind fertig. Ich würde sagen, wir machen gleich mit der Suppe fertig. Christian zeigt euch, wie die vollendet wird. Und dann sehen wir uns zum Schluss wieder. Jetzt heißt es nur noch Suppe fertig machen, bevor wir anrichten. Die Suppe hat jetzt die ganze Zeit gekocht, wo Markus wie ein Weltmeister, muss man sagen, frittiert hat. Es ist wirklich
eine Fusselaufgabe. Man braucht viel Geduld und Spucke, wie man so sagt. Aber er hat sich bravourös geschlagen. Ja? Gut, und wir machen jetzt nichts weiter. Ich habe schon mal Piment und Lorbeer rausgesammelt. Die möchte ich nicht mit pürieren. Bin ich jetzt nicht so ein großer Fan von. Wir kosten jetzt noch mal die ganze Sache, wo die Flüssigkeit sich ja verdünnisiert hat. Ob es zu salzig ist? Nö, schmeckt einwandfrei. Oh, da hat sich noch ein Körnchen verirrt. Den packen wir mal damit drüber. So, dann nehmen wir einfach nur die Sahne. Leckern uns erstmal zur Hälfte mit voll. Und die andere Hälfte geht in den Topf. Und jetzt sieht man schon, dass das Ganze eine sehr, sehr schöne helle Farbe hat. So, und jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Wenn ihr noch Bärlauchpesto habt, könntet ihr die Suppe pürieren und das Bärlauchpesto dann löffelweise nach und nach zugeben, bis ihr den gewünschten Geschmack habt. Die Farbe kommt dann von ganz alleine von dem Pesto. Aber da wir ja jetzt einen Bund haben, oh Gott, schwieriges Wort, einen Bund Bärlauch haben, geben wir das jetzt ganz einfach mit allen drum und dran hier mit hinein. Lassen Sie ein ganz klein bisschen Hitze abnehmen, nicht zu viel. Wir wollen ja sehen, dass die Suppe auch ihre grüne Farbe behält. Ja, stellen wir schon mal hier rüber. Lassen es einmal ganz, ganz kurz aufblubbern. Ja. So, dann aus. Und dann wird die ganze Geschichte ganz einfach mit dem Zauberstab püriert. Da sieht man auch schon, ich hoffe, man sieht es in der Kamera, dass es eine sehr schöne grüne Farbe hat. Wenn euch die Suppe jetzt zu dick erscheint, dann und ihr die jetzt aber aufgrund der Farbe nicht weiter kochen lassen wollt, gebe ich euch ganz einfach den Tipp: Entweder ihr macht euch nochmal Gemüsebrühe separat ein bisschen warm, oder wie in meinem Falle einfach ein Tässchen nehmen, heißes Wasser kurz mal aufdrehen. Und dann nehmen wir uns einen ganz kleinen Schluck heißes Wasser, geben den mit zu. So, verrühren das einmal ordentlich. Ihr seht, von der Farbe geht nichts verloren. Da kann man halt einfach ein bisschen tricksen und nachjustieren. Dann ist die Konsistenz schon mal völlig in Ordnung. Aber was sollte im Vordergrund stehen? Der Geschmack. Gucken einfach einmal noch. Und es schmeckt nach Kartoffel, nach Bärlauch. Kleines bisschen Salz werde ich noch mit zugeben. Die Sahne hat dann doch ganz schön viel weggenommen. Und wie gesagt, wenn ihr jetzt noch Bärlauchpesto habt, ihr könnt auch noch mit dem Geschmack variieren. Wenn ihr Bärlauchfans seid, macht gleich zwei Bund mit rein. Aber da kennt ja jeder seinen Geschmack am besten. Und von daher kriegt ihr das definitiv zu Hause hin. Da bin ich sehr zuversichtlich. Ja. Und wir sehen uns dann gleich wieder zum Anrichten. Anrichten? Wird Warte. Zeit. Auf geht's. Bevor die Suppe kalt wird. Bevor die Suppe kalt wird, da hast du recht. Ich muss einmal noch. Jetzt Ja. habe ich eben schon mal weggemacht. Jetzt mache ich es nochmal weg. So, super, super Konsistenz. Farbe ist auch noch schön grün. Ja. Schönes Mintgrün, ne? Schönes Mintgrün. So, und dann machen wir einfach nuscht weiter. Ja. Nuscht. Mit Ö. Oder Richtig. Ü. 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 Nischt. Und machen wir eine ordentliche Portion in den Teller. Sieht lecker aus. So, Schon sollte reichen. cremig. Ja. Na, wollen ja nicht gierig werden. Und Genau. jetzt toppen wir das Ganze noch. Mit unseren wundervollen Backerbsen. Da nehmt ihr euch einfach eine Prise. Bin nicht so vornehm wie Christian. Nehme meine Hände. Kein Löffel. So, zack. Die einfach oben als Topping mit drauf. Und das Und war's, ne? fertig ist die Suppe, ne? Man könnte sagen, eine ehrliche, ordentliche Cremesuppe. Ja. Passend zur Bärlauchzeit. absolut. Das wollte ich gerade sagen. Oh, Entschuldigung. Naja, ist ja nicht schlimm. Na? Und die Backerbsen könnt ihr auch gerne zu anderen Cremesuppen verwenden. Oder ihr macht das Gleiche, wenn man aus dem Nähkästchen geplaudert, wie Markus. Markus knabbert die ganze Zeit vor sich hin, Richtig. weil die wirklich extrem lecker Super sind. lecker. Knusprig und trotzdem innenzart, könnte man sagen. Richtig. Ja. Und mit der Empfehlung verabschieden wir uns beide. Genau. Wir schicken nochmal Grüße zu Daniel raus, der dieses Video cutten wird und leider nicht heute bei uns ist. Ihr wisst selber, was los ist.
Schaltet beim nächsten Mal ein. Schaltet auch ein, wenn Daniel wieder mal am Zocken ist. Genau. Na? Bis dahin. Ciao. Tschüss. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn ihr auch diese Folge mit uns gemeinsam gekocht habt, lasst uns doch gerne einen Daumen hoch da und teilt eure Gerichte auf euren Social-Media-Kanälen mit dem Hashtag jeder_kocht. Alle Folgen und Einkaufslisten findet ihr jetzt auch auf unserer Website jederkocht.de. Hier auf der rechten Seite könnt ihr noch auf unser neuestes Video klicken und darunter auf unser Logo, um diesen Kanal zu abonnieren. Wir wünschen euch einen guten Appetit und wie immer, macht's nicht gut, macht's lecker.